Why am I so stupid? Tada! Heute ist Montag, der 8. November und ich plane für das Ende der Woche ein Shop-Update. Einige von euch wissen vielleicht schon, dass ich einen kleinen Etsy-Store habe, in dem ich Prints und Sticker verkaufe. Und ich möchte da einfach ein paar neue Produkte einstellen und außerdem möchte ich auch eine neue Thank-You-Card designen und einen Adressstempel. Und ich dachte mir, ich kann euch einfach so ein bisschen mit durch meine Vorbereitungen nehmen und euch auch zeigen, wie ich meine Prints und Sticker überhaupt herstelle und wie dieser ganze Etsy-Vorbereitungsprozess läuft. Und damit herzlich willkommen zu Vlog Nummer 2. Viel Spaß. Peace. Wenn ich viel zu tun habe, dann starte ich meinen Tag gerne damit, dass ich mir eine To-Do-Liste schreibe. Und nachdem ich bei vielen anderen Artists gesehen habe, dass sie Notion benutzen, habe ich das auch mal für mich ausprobiert und schreibe mir meine Tasks in der Reihenfolge auf, in der ich sie erledigen will. Dieser Montag hat für mich mit etwas Arbeit und Einkaufen gehen angefangen und auf dem Weg dahin habe ich sogar ein Eichhörnchen gesehen und das war definitiv das Highlight meines Tages bis dahin. Okay, 3 von 4 Punkten habe ich geschafft, aber jetzt muss ich dringend zur Uni. Denn es ist schon 13.24 Uhr. Ich bin zu spät. Irgendwie bin ich doch pünktlich. Keine Ahnung. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist mittlerweile 17.19 Uhr und dementsprechend ist es auch schon dunkel draußen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, an die Illu für die Thank You Card setzen und dann mal schauen, wie weit ich heute noch komme. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen gelogen. Ich habe nämlich nicht mit der Thank You Card angefangen, sondern mit meinem Stempeldesign. Ich wollte da einfach einen Stempel mit meiner Rücksendeadresse und meinem Eichhörnchen drauf haben, damit ich die nicht immer per Hand auf die Umschläge schreiben muss, aber ich wollte trotzdem, dass das Ganze noch handgeschrieben aussieht. Ich habe mir also erstmal grob den Aufbau vom Stempel überlegt und dann meine Adresse einfach in Großbuchstaben auf mein Design geschrieben. Okay, wie ihr sehen könnt, die Adresse an sich ist fertig, aber ich muss noch so ein bisschen was verschieben und das Ganze ist natürlich jetzt noch ein bisschen zu groß. Leider hat Procreate so ein bisschen das Problem, dass man hier sehr, sehr schlecht Dinge vergrößern oder verkleinern kann oder drehen kann, ohne dass die Qualität darunter leidet. Deswegen werde ich jetzt meine Arbeitsfläche einfach ein bisschen größer machen, mein Eichhörnchen daneben zeichnen und das Ganze dann später in Photoshop nochmal genauer anpassen. Für das Eichhörnchen habe ich einfach die Zeichnung genommen, die ihr vielleicht von meiner Endcard kennt und die nochmal nachgezogen. Dann habe ich die Datei in Photoshop übertragen, alles schwarz eingefärbt und die Größe und Position von den Elementen nochmal angepasst. Ich habe mein Design jetzt mal testweise in der finalen Größe ausgedruckt und ich glaube, ich bin ganz zufrieden damit. So würde das Ganze dann als Stempel aussehen und ich glaube, ich kann das Ganze jetzt so in den Druck geben. Das ist der erste Stempel, den ich jemals in den Druck geben werde und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und der Rest von diesem riesigen Blatt wird jetzt irgendwie Schmierpapier für Posca. Okay, ich habe jetzt meine Datei hochgeladen und angeblich wird der Stempel sogar heute schon verschickt. Also es ist schon nach Mitternacht, deswegen steht da heute 9.11. Mal schauen, ob das tatsächlich passiert und wie der Stempel am Ende aussieht. Ich habe auch noch ein Stempelkissen dazu bestellt und ja, wir werden sehen. Es ist Dienstag und heute möchte ich das Thank You Card Design in Angriff nehmen. Der Stempel, den ich gestern bestellt habe, wurde tatsächlich heute Mittag schon verschickt. Es ist inzwischen 3:30 und ich habe jetzt ungefähr eine Stunde, um vielleicht eine grobe Skizze zu machen für das Thank You Card Design, denn dann muss ich in die Uni bzw. in die Online-Vorlesung. So sehen meine Thank You Cards übrigens aktuell aus. Die sind selbst zu Hause gedruckt und ich schreibe meistens dann darunter den Namen der Person, an die die Bestellung geht. Und die Rückseite ist leer, da schreibe ich dann meistens einfach noch eine kleine Dankesnachricht drauf. Und ich will das Ganze jetzt aber ganz gerne beidseitig bedrucken und das Ganze auch in der Druckerei drucken lassen. Einfach weil das ein bisschen professioneller aussieht und für mich auch eine kleine Arbeitserleichterung bedeutet. Und ich das, glaube ich, auch ganz cool finde, wenn das quasi so eine Art extra Zusatzprint ist, den man zu meinen Bestellungen mit dazu bekommt. Von daher, setze ich mich jetzt mal ins Design.
Meine neue Thank You Card sollte quasi eine Postkarte werden und vom Motiv her wollte ich auf jeden Fall etwas nehmen, was sich irgendwie nach mir anfühlt. Also habe ich mich für ein Mädchen und natürlich für ein Eichhörnchen entschieden. Leider ist der Kamerawinkel hier absolut nicht ideal, deshalb seht ihr davon jetzt leider nicht so viel, aber dann musste ich auch eh schon weiter zu meiner Vorlesung. Meine Vorlesung ist zu Ende, es ist kurz vor 6 und das hier ist der aktuelle Stand meiner Skizze. Ich werde es nochmal näher an die Kamera, damit man auch was erkennen kann. Tada! Ich glaube, es könnte ganz cool werden. Ich muss aber gleich nochmal kurz raus. Ich habe nämlich gestern beim Einkaufen was vergessen. Und dann muss ich was zu Abendessen machen und dann mache ich weiter. Yes! Okay, ich war jetzt einkaufen und ich habe was gegessen, also Zeit zum Weiterzeichnen. Hier seht ihr jetzt ein bisschen was von meinem Outline-Prozess und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht dieser Teil fast mit am meisten Spaß. Ich finde es super cool zu sehen, wie nach und nach so die fertige Version von einer Zeichnung entsteht und außerdem ist das Ganze auch irgendwie ziemlich entspannend. Okay, die Outlines sind jetzt auch fertig und ich überlege noch ein bisschen, in welchem Stil ich das Ganze kolorieren will. Ich glaube, ich werde es aber nicht so aufwendig halten, sondern eher simpel gestalten. Und auch was den Hintergrund angeht, weiß ich noch nicht so richtig, ob ich da irgendwie ein Muster reinpacke oder das Ganze einfach einfarbig lasse. Wir schauen mal. Ja, auch im Winter trinke ich noch Eiskaffee. Guten Morgen. Ist es überhaupt schon Winter? Es fühlt sich an wie Winter, auch wenn es eigentlich noch Herbst ist. Okay, ich könnte jetzt so tun, als hätte ich die Druckdaten nicht um 11.56 Uhr hochgeladen, damit sie noch vor 12 Uhr online gehen und der Auftrag noch heute rausgeht. Aber das wäre gelogen. Wie ihr also vielleicht erahnen könnt, war ich ein bisschen unter Zeitdruck und habe deswegen nicht mitgeloggt. Aber ich dachte mir, ich kann euch zumindest jetzt zeigen, wie ich vorgegangen bin. Und zwar mache ich das am besten nicht so, weil so seht ihr nichts. Moment. Okay, so sieht das Lineart aus und ich habe dann alle Flächen erstmal gefüllt. Das sah dann so aus. Dann habe ich mich entschieden, dass ich gerne die Outline-Farbe auch als Schattenfarbe benutzen möchte. Habe ich noch mehr Schatten hinzugefügt und auf dem Boden auch noch Schatten hinzugefügt. Eine Hintergrundfarbe eingestellt und so sieht dann die fertige Illu aus. Das habe ich dann in Photoshop übertragen und oben auf Japanisch noch Mai und an die Figur ganz klein noch Iko rangeschrieben. Ja, dann habe ich noch die Farben ein bisschen angepasst, das Eichhörnchen noch ein bisschen nach unten gesetzt und das ist auch dann die fertige Druckdatei. Die Rückseite habe ich dann relativ schlicht gehalten, das Thank You und mein Name unten sind handgeschrieben und ich habe dann oben noch ein bisschen Platz gelassen, damit ich dann den Namen der Person, an die das Ganze gehen soll, da per Hand eintragen kann. Unten ist noch mein Eichhörnchen wieder drauf und meine Social Media Adressen. Ansonsten habe ich heute leider noch einiges an Arbeitskram zu erledigen, den ich jetzt ein bisschen nach hinten geschoben habe und der jetzt auch erledigt werden will. Von daher werde ich mich da jetzt ransetzen. Mein Stempel ist gerade angekommen. Ich bin extrem gespannt, ob der was geworden ist. Also lasst ihn uns mal gemeinsam auspacken. Okay, hier haben wir erstmal unser Stempelkissen.
Okay. Okay. Wow. Okay, was ich auf jeden Fall schon mal ultra süß finde, ist dieser Aufkleber hier an der Seite, damit ich sehen kann, was für ein Stempel das ist. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. Ich werde das jetzt einfach direkt mal austesten. Ja! Okay, das war, glaube ich, noch nicht genug Farbe. Das ist das Ergebnis von meinem Stempeltest und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden damit. Die Qualität ist super, ich mag auch die Stempelfarbe sehr, sehr gerne. Und ja, insgesamt freue ich mich sehr darauf, jetzt meine Briefumschläge mit diesem Stempel bestempeln zu können. Yay! Ich war natürlich direkt so begeistert davon, dass ich jetzt Sachen vollstempeln kann, dass ich direkt mehrere Umschläge vollgestempelt habe. Über dich hier reden wir nicht. Okay? Okay, ich bin fertig mit der Arbeit und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal die Prints vor. Das hier wäre der erste Print, den ich umsetzen möchte. Vielleicht erkennt ihr ihn noch aus dem letzten Video. Hier habe ich das Bild jetzt in Photoshop importiert und jetzt geht es erstmal darum, die richtigen Farben zu finden. Dafür mache ich immer Testdrucke und ich habe mir hier so ein Dokument angelegt, auf dem ich das quasi mache. Das heißt, ich muss nicht immer das ganze Bild direkt drucken in Originalgröße, sondern ich drucke es quasi in der verkleinerten Version und kann dann so danach entscheiden, ob die Farben stimmen oder ob ich noch was ändern muss. Das heißt, ich schiebe jetzt mein Bild in dieses Dokument hier rein. Jetzt muss ich die anderen Ebenen alle wieder deaktivieren. Also diese ganzen Bilder hier sollen ja nicht nochmal gedruckt werden. Die sind ja schon ausgedruckt auf dem Papier. Das mache ich mal eben fix. So, und dieses Dokument schicke ich jetzt an meinen Drucker. Okay, so sieht diese Seite jetzt aus. Das hier ist auch das Papier, was ich tatsächlich später für meine Prints verwende. Das heißt, ich kann direkt sehen, wie die Farben darauf rauskommen und ob mir das Ganze gefällt oder ob ich noch was anpassen muss. Und das hier gefällt mir von den Farben her tatsächlich schon erstaunlich gut. Also da muss ich nicht mehr viel machen. Als nächstes werde ich hier jetzt eine neue Datei anlegen in der entsprechenden Größe. Das Ganze soll ein quadratischer Print in 14,8 x 14,8 cm werden. Der Farbmodus ist hier CMYK, weil das eben der Farbmodus ist, den Drucker benutzen. Auflösung ist 300 dpi und dann erstelle ich mir hier mein neues Dokument. Weil ich gerne an den Seiten einen Rand von 5 mm haben möchte, erstelle ich mir jetzt hier als nächstes ein Rechteck. Da kann ich auch die Größe eingeben, das wird dann entsprechend 13,8 x 13,8 cm. Die Fläche mache ich jetzt einfach mal schwarz und die Kontur stelle ich aus. Und dieses Rechteck platziere ich dann in der Mitte von meinem Dokument. Und das kann ich mir jetzt auf das Dokument ziehen, was ich gerade vorbereitet habe. Hier kann ich dann jetzt entsprechend die Größe anpassen und sagen, dass ich das Ganze als Schnittmaske haben möchte. Das heißt, das Bild erscheint quasi nur in dem Rechteck, was ich gerade erstellt habe. Ich werde das Rechteck jetzt auch wieder weiß machen, weil der Hintergrund soll ja weiß sein und nicht schwarz. Aber so könnt ihr das eben besser sehen, was genau ich da gerade gemacht habe. Und jetzt habe ich meine fertige Datei in der richtigen Größe. Als nächstes muss ich mir jetzt wieder ein neues Dokument erstellen, dieses Mal in DIN A4, weil das die Größe ist, die mein Papier hat. Auch hier habe ich eine Auflösung von 300 dpi und CMYK als Farbmodus. Wie ihr jetzt also sehen könnt, passen genau zwei von diesen Prints auf ein DIN A4 Blatt. Und was ich jetzt noch machen werde, ist mir Schnittmarken erstellen. Das heißt, ich werde mir jetzt hier an den Seiten eine Linie erstellen, also da, wo der Print quasi nicht ist, damit ich dann weiß, wo ich später schneiden muss. So sehen diese Schnittlinien jetzt aus. Sie sind wirklich hauchdünn und nur auf 5% Helligkeit gestellt. Und jetzt werde ich das Ganze mal ausdrucken und schauen, ob das alles so klappt. So sieht das jetzt ausgedruckt aus. Jetzt muss es nur noch zugeschnitten werden. Tada! Und das jetzt auch noch mit den anderen Prints. Why am I so stupid? Seht ihr diese wunderschönen Prints? Sehen sie nicht toll aus? Auf den ersten Blick ja, aber dann guckt man genauer hin und man stellt fest, irgendwie sind die am Rand ja etwas unvollständig. Offenbar habe ich wohl in der Procreate-Datei nicht ganz bis zum Rand gezeichnet. Und jetzt habe ich zwei Prints, mit denen ich nichts anfangen kann. Also alles nochmal von vorne. Yay!
Time Jump. Es ist Freitag. Das Wetter heute ist wundervoll grau und regnerisch, also ein perfekter Tag, um weiter an meinen Prints und Stickern zu arbeiten. Die Prints sind inzwischen alle fertig. Ich habe einmal dieses Set hier mit den Square Prints und ich habe noch ein zweites Set mit einem Musikthema. Die Musikreihe hier ist inspiriert von meiner Mama, denn die spielt alle diese Instrumente. Ganz liebe Grüße, falls du zuschaust. Ich glaube, du schaust zu. Und ja, nach den Prints sind jetzt die Sticker dran. Das ist quasi die zweite Produktkategorie, die ich so in meinem Shop habe. Und, Moment. Bei den Stickern ist das ja der aktuelle Stand der Dinge. Also wie ihr sehen könnt, will ich die Musikinstrumente auch eben in Form von Stickern rausbringen. Und das Set hier oben ist quasi eigentlich schon fertig, also hier oben die vier Instrumente. Hier sind noch mehr Ukulelen, die sind ein bisschen kleiner als die, die später in das fertige Set kommen. Das war mein erster Ausdruck und da hat mir die Größe aber nicht so ganz gefallen, deswegen muss ich die jetzt noch zu Ende ausschneiden und dann werden das Freebie-Sticker. Ach, und übrigens, hier links seht ihr noch die ganzen Schnittreste. Ich habe aber auch noch ein zweites Sticker-Set, was ich rausbringen möchte, und zwar sind das Füchse. Und da werde ich euch jetzt wieder mitnehmen und euch zeigen, wie das bei mir abläuft. Okay, ich habe jetzt wieder in Photoshop meine Zeichnung mit den Füchsen aufgemacht. Das hier sind die ersten beiden und der dritte sieht so aus. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem stehenden Fuchs an und ziehe mir den rüber in ein neues Dokument. Das hier ist jetzt auch wieder wie bei den Prints schon eine DIN A4-Seite und hier muss ich jetzt als nächstes die Größe von dem Fuchs anpassen, damit der Sticker nicht so riesig ist, wie er jetzt ist. So wäre der Fuchs jetzt 6 cm hoch und 5,3 cm breit. Ich glaube, das ist eine ganz gute Größe. Und jetzt, wo die Größe stimmt, muss ich dem Fuchs noch eine Kontur geben, damit ich dann beim Ausschneiden weiß, wo ich schneiden muss, um eine saubere Schnittlinie zu bekommen. Dafür gebe ich dem Ganzen hier in den Ebeneneinstellungen einfach eine Kontur. So sieht das Ganze dann aus. Das habe ich jetzt erstmal nur gemacht, damit ich sehen kann, wie breit die Kontur später wird und ob mir das so gefällt oder ob ich mehr oder weniger Beschnitt haben möchte. Aus dieser Kontur mache ich jetzt eine eigene Ebene, damit ich die besser bearbeiten kann. Und diese Kontur bekommt jetzt quasi noch eine Kontur. Diese zweite Kontur wird dann meine richtige Schnittkante werden, deswegen ist die auch nur ein Pixel groß. Und jetzt muss ich nur noch die erste breitere Kontur weiß machen. Dafür nehme ich einfach den Farbeimer und klicke auf diese Kontur drauf. Und wenn man jetzt ranzoomt, kann man erkennen, dass ich jetzt hier ganz fein meine Schnittkante habe. Jetzt ist mein Drucker wieder gefragt, denn jetzt heißt es wieder Testprints machen. Und ich habe hier mein Stickerpapier schon liegen. Das ist mattes Papier dieses Mal, das ich noch nie benutzt habe. Ich habe bis jetzt immer Glossy Papier benutzt, aber ich wollte auch unbedingt mal matte Sticker machen. So, mal schauen, was dabei rauskommt. Wait, am I stupid? Okay, ich habe aus Versehen auf der falschen Seite gedruckt. So sollte es nicht aussehen. Okay, das hier ist auf jeden Fall besser. Ich komme noch mal näher. So sieht der Sticker jetzt aus. An den Farben muss ich tatsächlich gar nichts mehr machen. Die gefallen mir schon so sehr gut. Allerdings ist das jetzt die Rückseite. Ich hätte, glaube ich, warten müssen, bis die Rückseite getrocknet ist, bevor ich da wieder was draufdrucke und naja. Als nächstes versuche ich jetzt, so viele Sticker wie möglich auf einem Blatt Papier unterzukriegen. Das ist ein bisschen Puzzlearbeit und bestimmt gäbe es hier noch eine bessere Lösung, aber hey, besser habe ich es da einfach nicht hinbekommen. Die Sticker schneide ich dann per Hand mit einer Schere aus und weil das etwas länger dauert, mache ich mir dabei gerne YouTube-Videos oder einen Stream an. Das hier ist einfach das beste Gefühl überhaupt. Ich bin jetzt endlich fertig mit dem Sticker-Cutten. Das hier schieben wir mal gekonnt beiseite. Was ich jetzt noch machen muss, sind Backing-Cards, also quasi von meinen Sticker-Packs die Rückseiten hier. Das hier sind die Backing-Cards, die ich für meine zwei bisherigen Sticker-Sets erstellt habe. Und sowas muss ich jetzt auch für die Füchse und für die Musikinstrumente designen. Von daher geht's wieder zu Procreate. Es hat jetzt nichts mit den Stickern zu tun, aber meine Pflanze ist gerade gestorben. Irgendwie sind diese Blätter hier einfach abgefallen und ich weiß nicht warum. Und jetzt habe ich Angst, dass das hier auch noch abfällt. Okay, ihr sitzt jetzt quasi neben mir, während ich die Backing Card für die Füchse designe. Und ich dachte mir, dass ich die gerne so ähnlich halten will wie die für die Shibas. Aber ein bisschen mehr vielleicht Wald reinbringen möchte oder so, aber insgesamt vom Stil her immer noch relativ dezent. Und als erstes werde ich jetzt mal
den Hintergrund füllen. Wow. Dann überlege ich mir jetzt, wie ich das Ganze gerne aufbauen möchte. Und ich glaube, ich möchte halt hier wieder so ganz grob eine Landschaft haben. So. Hier im Vordergrund dann vielleicht so eine Tanne oder so. Und dann hier noch ein Hügel. Hier eine Sonne. Vielleicht eine Sonne. Auch wieder hier so ein paar Wolken. Und hier steht dann der Titel. Irgendwie so. Ich habe den Entwurf dann sauber umgesetzt und mich währenddessen noch dazu entschieden, dem einzelnen Baum etwas Gesellschaft zu geben. Zum Glück kann man digital sehr einfach Elemente kopieren. Das hat die ganze Sache dann etwas einfacher gemacht. Das wäre so der Plan, abgesehen davon, dass ich die Schrift natürlich noch richtig setzen werde und nicht meine hingekrakelte Handschrift nutzen möchte. Ich werde es jetzt nochmal bis morgen liegen lassen, um zu gucken, ob es mir dann immer noch gefällt. Oder ob ich vielleicht noch was ändern möchte und dann wird das Ganze morgen ausgedruckt. Irgendwie fange ich immer erst abends an zu arbeiten und zu filmen und ärgere mich dann, dass es draußen schon dunkel ist, aber ich meine, andererseits wohne ich in Hamburg und das Wetter für die nächsten Tage sieht eher bescheiden aus. Von daher macht es im Grunde genommen keinen wirklichen Unterschied, wann ich filme. Was ich euch noch zeigen wollte, sind die Backing Cards, die ich gestern entworfen habe. Die sind inzwischen ausgedruckt und geschnitten. So sehen sie jetzt aus. Die hier sind für die Fox-Sticker und die hier für die Musik-Sticker. Ich muss jetzt also eigentlich nur noch Produktfotos machen und die Listings auf Etsy packen. Und dann kann mein Shop auch morgen online gehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber jetzt mache ich erstmal die Fotos. Wenn ich kein natürliches Licht zur Verfügung habe oder auch wenn das Licht für mehrere Bilder gleich bleiben soll, stelle ich mir zwei Softboxen auf. So kann ich dann unabhängig von Wetter und Tageszeit fotografieren und die Bilder sehen trotzdem gut aus. Den Rest des Abends habe ich dann damit verbracht, die Bilder alle zu bearbeiten und die Listings auf Etsy anzulegen und ich sag mal, die Nacht war recht kurz. Ich bin so müde. Besser. Okay, es ist 11.57 Uhr. Let's go! Shop update time! No! Shuffling the playlist Ocean Sounds on Amazon Music. Echo. Stop. Ah, es ist zurück. Teilen. Share. Publish. Edited! It's online! Wenigstens kann ich jetzt im Edit irgendwie so Fanfaren hinzufügen oder so, damit es ein bisschen mehr nach einem Ereignis wirkt. Jetzt, da mein Shop online ist, ist es, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, um den Vlog zu beenden. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Falls ihr mal bei meinem Shop vorbeischauen wollt, den Link findet ihr unten in der Infobox, inklusive einem kleinen Rabattcode für euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut. Ciao!